Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Wir sprechen heute mit Rechtsanwalt Christian Alexander Pietsch über das Urteil vom Verfassungsgericht zum Berliner Mietendeckel. Das Verfassungsgericht hat entschieden, dass der Berliner Mietendeckel verfassungswidrig ist. Welche Gesetzesgrundlage oder Rechtsgrundlage gilt denn jetzt für Mietverhältnisse in Berlin? Nun, das ist erstmal die Rechtsgrundlage, die galt, bevor es den Mietendeckel gab. Also in erster Linie ist maßgeblich das, was im Vertrag steht, das, was Vermieter und Mieter gemeinsam vereinbart haben und darüber hinaus eben die Regelungen, die sich im bürgerlichen Gesetzbuch finden. Das sind insbesondere auch die Regelungen zur Mietpreisbremse. Jetzt ist ja dadurch schon eine Diskussion entbrannt, ob es vielleicht nicht sogar einen bundesweiten Mietendeckel geben sollte, kann, wie auch immer. Wäre das nicht genau kontraproduktiv zu dem, was die Initiatoren eigentlich bewirken wollten? Das Bundesverfassungsgericht hat ja nur entschieden, dass ein solcher Mietendeckel nicht auf Landesebene geschaffen werden kann, sondern die Gesetzgebungskompetenz eben beim Bund liegt. Worüber das Bundesverfassungsgericht nicht entschieden hat, ob solche Regelungen, wie wir hier im Berliner Mietendeckel getroffen haben, ob solche Regelungen inhaltlich auch verfassungsgemäß sind. Mhm. Und es droht tatsächlich, und dafür sprechen ganz gewichtige Gründe, dass solche Regelungen, wenn man sie eben dann stattdessen auf Bundesebene treffen würde, auch ebenfalls verfassungswidrig sein könnten. Dafür gibt es auch gewichtige Stimmen, beispielsweise der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, hat sich auch dahingehend geäußert, dass derartige Regelungen, auch wenn man die auf Bundesebene treffen würde, ebenfalls verfassungswidrig wären. Grund hierfür sind beispielsweise, dass sich ohne, dass die Entwicklung des Marktes berücksichtigt wird, eben auf feste Mietobergrenzen aus 2013 zurückgegriffen wird, um jetzt ein Beispiel zu nennen. Was man allerdings machen könnte, ist nicht ein Mietendeckel, sondern die vorhandene Regelung zur Mietpreisbremse nachzujustieren. Also da gibt es diverse Möglichkeiten, da weitere Stellschrauben anzuziehen und insoweit den Mieterschutz zu verstärken. Also diejenigen, die betroffen sind, das kann, wird so sein, dass sie höhere Mieten zahlen. Es gibt jetzt sogar schon Anbieter von Campingplätzen, die um Dauercamper werben sozusagen. Fakt ist ja, aufgrund jetzt des Urteils müssen einige Mieter teils wirklich auch erhebliche Nachzahlungen tätigen. Was ist denn, wenn diese Mietrückstände nicht gezahlt werden können? Kann dann den Mietern sogar gekündigt werden? Ich fürchte, das droht tatsächlich. Um das zu verdeutlichen, mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist die Rechtslage nun so, als hätte es den Mietendeckel nie gegeben. Das heißt, um vielleicht ein Beispiel zu nennen, wenn eine Miete in Höhe von 500 Euro vereinbart war und der Mieter hat monatlich, beispielsweise ein ganzes Jahr lang, nur 400 Euro gezahlt, dann wäre er mit 1.200 Euro im Mietrückstand. Das sind mehr als zwei Monatsmieten. Das berechtigt den Vermieter allgemein zur fristlosen Kündigung des Mietverhältnisses. Mhm. Und wir würden empfehlen, dass man ohne besondere Aufforderung die Nachzahlung an den Vermieter direkt leistet. Denn ansonsten riskiert der Mieter eine Kündigung durch den Vermieter. Also das ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Risiko. Und ich fürchte, das hat man eben auch schon vor Inkrafttreten des Mietendeckels vorausgesehen und vor allen Dingen auch gewarnt davor, vor diesen Folgen. Und jetzt ist es genau das eingetreten, was man befürchtet hat. Ja. Denken Sie jetzt, dass ohne den Mietendeckel die Mietpreise hier in Berlin explodieren? Ich denke nicht, dass sie explodieren werden. Wir fallen ja zurück auf, wie gesagt, auf die Rechtslage, die eben vor dem Mietendeckel galt. Da haben wir eben auch einen gewissen Mieterschutz gewährleistet.
eben durch die Mietpreisbremse und damit ist eben auch gewährleistet, hier insbesondere auch in Berlin, dass die Mieten nicht zu stark ansteigen. Das Problem ist aber weiterhin, dass die Entwicklung weiterhin nach oben gehen wird, weil das Angebot deutlich geringer ist an Wohnungen als eben die Nachfrage. Und der Ansatzpunkt ist, dass man am besten, um dieses Problem zu lösen, mehr Wohnraum schafft. Aber gerade solche Instrumente wie der Mietendeckel haben dazu geführt, dass Investitionen in Neubau stark zurückgefahren worden sind. Und das hat wiederum die ganze Lage weiterhin verschärft. Berlin ist sehr beliebt und die Nachfrage ist entsprechend groß. Und das muss entgegengewirkt werden, dadurch, dass man mehr Wohnraum schafft. Sie hatten eben gerade schon so ein Zahlenbeispiel gebracht, beispielsweise eine Miete normalerweise von 500 Euro, dann lag es bei 400 Euro durch den Mietendeckel, das heißt jetzt in dem einen Jahr, die 12 Monate, wären jetzt 1200 Euro, nur um mal eine Zahl zu nennen. Die Berliner Politik hat angekündigt, den Betroffenen auch zu helfen. Wie könnte denn eine rechtskonforme Hilfe aussehen? Ja, also ich muss sagen, es erstaunt schon, dass man nicht bereits im Vorfeld einen Plan in der Tasche hatte, ein gewisses Konzept, um für diesen Fall bereits eine Lösung parat zu haben und dass jetzt Schnellschüsse erfolgen. Also es wird sicherlich genau geprüft werden müssen, ob eine Bedürftigkeit des Betroffenen vorliegt, denn es handelt sich ja um Steuergelder, die dann ausgezahlt werden. Beziehungsweise geplant ist es ja wohl, dass man Darlehen an die Betroffenen erteilt. Aber das Geld darf eben auch nicht verschenkt werden. Und da muss man eben genau prüfen, ob diejenigen, die einen solchen Antrag stellen, ob die tatsächlich auch berechtigt sind. Und eine zweite Frage ist natürlich, kann diese Auszahlung überhaupt so schnell erfolgen, ohne dass beispielsweise in der Zwischenzeit der Vermieter kündigt? Dann ist dem Betroffenen gegebenenfalls auch nicht ausreichend geholfen. Das heißt, vielleicht nochmal zusammengefasst, was würden Sie den Mietern raten? Also entweder schnell bezahlen oder zumindest das Gespräch mit dem Vermieter suchen, dass man halt eine Lösung findet. Ja, ich bin auch dafür, dass man mit dem, also jedenfalls sollte der Mieter aus eigener Initiative vielleicht auf den Vermieter zugehen und besprechen, wie man mit der Situation umgeht. Denn wenn der Mieter nichts tut, dann droht ihm tatsächlich, wenn der Mietrückstand durch diese verminderten Zahlungen einen erheblichen Betrag übersteigt, dass ihm dann gekündigt werden kann. Und der Mieter kann zwar immer noch, wenn es dann zu einer Räumungsklage kommt, immer noch während des Gerichtsverfahrens den Rückstand nachzahlen. Das geht insoweit. Aber das sind natürlich weitere Kosten, die da entstehen. Und ratsam wäre es, mit dem Vermieter eine gemeinsame Lösung zu finden. Und ich habe auch sozusagen aus eigener Erfahrung von vielen Vermietern gehört, dass da auch eine Bereitschaft besteht, irgendwie zu verhandeln oder dass Vermieter auch ganz auf Nachforderungen verzichten. Das haben ja auch diverse Wohnungskonzerne hier auch in Berlin angekündigt, dass sie darauf verzichten, diese Nachforderung bei allen Mietern auch geltend zu machen. Vielen Dank. Sehr gerne.